Sony Computer Entertainment präsentiert in Kooperation mit Sony Japan Studios und From Software. Bloodborne. Ja, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Wir zocken, beziehungsweise hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und wir zocken Bloodborne. Endlich ist es soweit. Seit der Ankündigung von der E3 warte ich auf dieses Spiel. Und ja, jetzt ist es endlich da. Ich hätte ein Pressemuster bekommen. Aber da gab es ein paar Schwierigkeiten. Deswegen musste ich es mir dann erstmal kaufen. Deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert. So, Bloodborne, der nächste Titel von From Software. Ja, okay, das habe ich jetzt blöd gemacht. Jetzt bin ich wieder aus dem Menü raus, bla und so weiter und so fort. Ich wollte bloß nochmal bei den Einstellungen gucken. Ach komm. Musik kriege ich da. Stellen wir vielleicht ein bisschen leiser. So. Und wir starten direkt ein neues Spiel. Und wahrscheinlich wird es damit beginnen, wie bei allen From Software Titeln, dass wir erstmal unseren Charakter erstellen. Oh ja. Oh. Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Janem wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Janem-Blut in euch fließen. Aber zuerst kommt euer Vertrag. Ha! Wie ich es gesagt hatte, man erstellt zuerst seinen Charakter natürlich. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Wir geben den einen Namen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal wieder Krangus. Wir werden das Spiel ein bisschen länger, also normalerweise haben wir es bei Wir zocken Video eigentlich so, dass ich eigentlich meistens nur ein und allerhöchstens zwei Parts mache. Hier werden wir aber bei Bloodborne ausnahmsweise mal ein paar mehr Parts machen, bis wir beim ersten Bossgegner sind. Wie gesagt, das Format wird hier ein bisschen geschnitten von mir. Hier werden es wahrscheinlich einige wenigere Schnitte werden. Aber ja, okay, männlich, lass mal. So, reif. Jung ist mir zu jung. Reif. Gealtert nicht. Wir nehmen die goldene Mitte, wir nehmen reif. So, Herkunft. Das habe ich noch nicht so, das habe ich schon öfters gesehen in Videos, aber normal, glückliche Kindheit, alle Attribute durchschnittlich. Also das ist, okay. Das hat jetzt was mit den Attributen zu tun, wobei ich jetzt Herkunft Angsthase, also er kommt aus Angsthase, verstehe ich nicht so gut. So, einziger Überlebender, letztes Mitglied eines Dorfs. Hohe Lebensessenz und Kraft. Wir sehen also hier rechts immer die Stats. Da haben wir die Stufe, die Blutechos, also die Blood-Echos, die Vitalität, Stärke, Geschick und so weiter und so fort. Professionell, perfekt geeignet für Detektivarbeit und Wissen. Ich muss aber sagen, was ist Nichtsnutz? Ein Nichts ohne jedes Talent. Deine Geburt war ein Fehler. Das ist gut. Was hat man da für Stats? Stufe 4. Das ist für die ganz harten. Stufe 4, Blood Echoes 10. Vitalität 10. Dauerhaftigkeit 10. Gut, da ich jetzt erstmal nicht. Also es gibt da die Blood Echoes, das sind, glaube ich, das entspricht den Seelen bei Dark Souls bzw. Demon Souls. Das habe ich schon mitbekommen. Aber da ich bei Bloodborne jetzt noch nicht so richtig weiß, auf was ich setzen soll und was ich mache, gehe ich lieber mal auf Angsthase, was so ein bisschen, wo alle Attribute erstmal durchschnittlich sind. Also deswegen heißt das wahrscheinlich Angsthase, wenn man sich denn nicht so sicher ist. Stimme. Man hat eine Stimme. Gut, wir nehmen, passend zu unserem Alter, eine erwachsene Stimme.
Und Körperbau. Ja, der Charakter. Der Charakter. Nein, der Charaktereditor in Demon's Souls und Dark Souls war eigentlich immer ein bisschen. Ging so. Das geht eigentlich. So, kräftiger Oberkörper. Ja, okay, das können wir nehmen. Größe anpassen, den machen wir wahrscheinlich mal. Ach so, das. Kann ich hier ranzoomen? Ja, kann ich. Ah, dann können wir hier. Ich will nämlich jetzt den Kopf ein bisschen. Muss ich wahrscheinlich wieder rauszoomen. Hallo, zoom raus, bitte. Ah, okay, Kopf. Ich sehe jetzt aber keinen Unterschied irgendwie. Na gut, ein bisschen. Kann man direkt immer mit 10 und so ist ein kleiner Kopf. Wir nehmen auch wahrscheinlich erstmal mit der großen Kopf. So, die Brust, die bleibt eigentlich so. Wir hatten ja einen kräftigen Oberkörper, wenn ich mich recht erinnere. Gut, man kann also, wenn ich mich jetzt nicht irre, ein bisschen mehr machen, als es noch in Dark Souls oder Demon's Souls der Fall war. Wobei ich jetzt mir sicher bin, was ist das? Größe, achso, die Länge dann der Arme und die Größe. Okay, machen wir ganz groß. So. Wobei ich mir sicher bin, dass wenn wir jetzt zu den Haarfarben und so weiter kommen, dass da. Oh. Das sieht natürlich lustig aus hier. Oh, bleich. Komplett bleich. Das ist also dann hier eher so die Dracula-Version. Ich glaube, das sieht. So, das sieht einigermaßen gesund aus. Das nehmen wir direkt. Hautton. Boah. Also ich muss einiges zurücknehmen. Nee, nicht Licht. Mehr so ins Dunkle. Ein bisschen dunkler so. Ja. Ich muss einiges zurücknehmen. Der Charakter-Editor in Bloodborne scheint doch deutlich besser auszufallen als es noch in Dark Souls und so weiter und so fort. Man hat hier verschiedene Ebenen. Hautfarbe Ebene 1, Hautfarbe Ebene 2. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Kann man schon eine ganze Menge mit Ruhm experimentieren, damit man dann seinen Charakter letztendlich bekommt. Ja. Okay, die sieht aber wirklich ein bisschen alt aus, ne? Rot-grün, blass. Blass. Ja. Kann ihn bestimmt wirklich so Dracula-Vampir-mäßig machen. 100 Pro. Aber ich versuche ihm ein bisschen Farbe ins Gesicht zu geben. Ey, das ist cool. Ich mag den Charakter-Editor. Hatte ich das schon erwähnt? Lachfältchen. Ja, manche finden das ja gut. So, und da wären wir auch am Ende der Charaktererstellung. Ich muss echt zugeben, ich habe in keinem Souls-Spiel so viel Zeit mit der Erstellung meines Charakters verbracht. Muss ich jetzt an der Stelle wirklich mal zugeben. Muss auch gerade zugeben, dass mir
die Hautfarbe gerade. Wartet, ich habe da ein bisschen was. Wir machen die mal noch ein bisschen heller. So, das sah mir jetzt im Gesicht ein bisschen zu blöd aus mit diesem Roten. Aber ja, ich habe ihn so erstellt nach meinen Vorstellungen. Angst da, so dass das alles Herkunft aussieht, den Hammer alles. So, der Krangus ist also erstellt und wir beginnen endlich Bloodborne. Ach ja, das ist der beliebte Ladebildschirm, der wird weggepatcht. Ich muss allerdings erst meine Bloodborne-Version aktualisieren. Werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen machen. Das wird jetzt aber eh nicht mehr relevant sein. Ich werde wahrscheinlich dann eh die Ladezeiten rausschnippeln. Werde da ein bisschen, also dementsprechend ist die Klappe halten und ja, weiter geht's. Auf ins Spiel. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Eieieiei, der sieht jetzt aber eher nicht so nett aus. Hallo? Könnte uns freundlicherweise jemand hier losbinden? Das sieht jetzt... Guten Tag. Tja, wir waren eindeutig zu heiß für ihn. Da ist er halt mal schnell weggebrutzelt. Was ist das? Das sieht jetzt auch nicht gerade netter aus. Alter Falter, hier sind wir also nun in Bloodborne, endlich im Spiel. Können wir hier überhaupt ranzoomen? Nein, können wir nicht. Ja, das ist ja unser Held. Momentan nur mit Kapuze. Ich probiere ja gerade so ein bisschen was aus. Ja. Das ist das Schöne, man kann immer noch, ähnlich wie in Demon's Souls damals und in Dark Souls, kann man sich überall durchrollen. Ah, das ist wunderbar. Damit habe ich in Dark Souls so viel Zeit verbracht. Teilweise findet man dadurch ja auch in irgendwelchen Kisten wirklich ein paar schöne, nette Sachen. Und bis jetzt muss ich sagen, ja, es sieht gut aus. Es sind jetzt erstmal nur Innenräume, aber bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Warten mal, bis wir draußen sind. So, wir sind ja also aufgewacht, wo der komische Typ uns zurückgelassen hat. Das hier ist übrigens, das sind, genau, hier kommen kleine Biester raus. Das ist dasselbe wie die Zeichen bei Dark Souls auf dem Boden. Da gibt es ja auch immer Zeichen. Also da bekommen wir ja Hinweise, wie wir angreifen, wie wir und so weiter und so fort. Ne? Wisst ihr Bescheid, Tutorial-mäßig. Und wenn es so auch mal Hinweise gibt und später wahrscheinlich dann auch für den Multiplayer wichtig. Ja. Ganz wichtig natürlich, es wird übrigens auch eine Review von mir geben zu diesem Spiel. Und ja. So, das ist... Stirb! Ahoi! Nein, ich glaube, den werden wir nicht so einfach besiegen. Nein, ich glaube, das könnte unter Umständen etwas schwer werden, den hier wegzuhauen. Versuch mich mal hinter den Deckungen ein bisschen zu verstecken. So. Unser erster Kampf in Bloodborne ist also gegen ein Lykaner, gegen einen Werwolf. Super, wunderbar. Und wir haben keine Waffe und deswegen ist der... Ja, wir sind tot. Super.
Also das erste Mal gestorben. Ich kann euch beruhigen, das soll so sein. Man kann ihn allerdings auch besiegen, kann man lesen im Internet. Also das ist so ähnlich in Demon's Souls, den allerersten Bossgegner kann man auch besiegen. Dann kommt in Demon's Souls aber noch viel größerer Bossgegner, den man nicht besiegen kann. Und dann kommt man auch an die Stelle, wo man hingekommen wäre, wenn man beim ersten Bossgegner gestorben wäre. Und hier ist das ähnlich. Wir müssen sterben, wären wir weitergekommen, wäre es wahrscheinlich auch weitergegangen. Aber wir wären früher oder später dann auch an dieser Stelle hier angelangt. So. Also mein Können hat also nicht ausgereicht, um ihn fertig zu machen. Schade, schade. Das ist der Vorführeffekt. Traum des Jägers beziehungsweise Hunter's Dream. So, ich überlege dann auch, ich werde es wahrscheinlich bei mir privat dann auf Englisch stellen. Ach so, können wir rennen. Gut, das ist... ist alles gleiche Spiel, gleich geblieben. Also wer mal ein Souls-Spiel, speziell Demon's Souls gespielt hat, der weiß wahrscheinlich, wie das mit den Rennen und so weiter hier ist, mit den Schlägen. Also wir haben auf R1 einen normalen Schlag und auf R2 ist das jetzt neu. Wir werden das auch mit den Waffen nochmal sehen. Wir können Schläge aufladen. Das ist neu. Das ist so, wie gesagt, hier sind jetzt diese kleinen netten Typen, die uns zeigen, was wir denn machen müssen und wie. Und genau, ja, das hatte ich vergessen. Es gibt nämlich jetzt die Möglichkeit, eine Waffe auszuwählen. Wir haben, wir können zwischen drei Waffen wählen. Das ist zum einen das Sägehackbeil, was man wahrscheinlich schon kennt, wenn man denn die Trailer zu Bloodborne gesehen hat. Das ist die nette Waffe. Wir haben eine Jägeraxt und einen gewundenen Stock. Ich überlege gerade, was wir nehmen. Wir sehen es hier, physischer Angriff ist hier am wenigsten beim gewundenen Stock. Ich nehme wahrscheinlich auch erstmal das... Ich überlege gerade. Nehme ich den Stock oder nehme ich das Sägehackbeil? Ich nehme das Sägehackbeil. So, ich kann euch auch sagen, warum ich gerade wegen dem Stock überlegt habe. Der Stock, man sieht das, ich zeige das gleich. Ich erkläre das gleich. So, wir haben nämlich noch ein Geschenk. Die Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Wähle eine Feuerwaffe aus. Die werden in der linken Hand geführt. Hier ist es jetzt... Blutangriff 20, Blutangriff 70. Dafür haben wir hier... Ja, die ist länger haltbar. Okay. Ich nehme aber trotzdem erstmal die Jägerpistole. Für wen das jetzt komplett neu ist, Bloodborne. Und es ist ja früher so gewesen in Dark Souls, in Demon's Souls, dass man meistens mit Schild rumgelaufen ist. Ist jetzt nicht mehr so. Dafür hat man die Pistolen, die im Prinzip aber auch ein bisschen die Funktion vom Schild ersetzen. Es ist halt alles bloß ein bisschen aggressiver, das Kämpfen. Heißt nicht, dass man nicht auf seine Gegner achten sollte. Ist bloß ein bisschen aggressiver. Und man kann mit der Pistole auch die Gegner, glaube ich, irgendwie zum Parieren, nicht zum Parieren, man kann sie aus ihrer Deckung locken damit und dann angreifen und wir werden das alles noch sehen. So, ein Notizbuch haben wir auch bekommen. Ach, was machst du denn hier? Der Bartbote. Was ist denn das? Mit Booten mit Blutechos handeln. Um Gegenstände... Ach, guck an. Guck an, guck an. Wir können also Blut... Ha, ha, ha. Das ist das... das hundertprozentig ist das das, Waffenset, das Ausrüstungsset aus den Trailern. Also wenn wir Blutechos haben, können wir hier zu diesen badenden, netten kleinen Herren kommen und Gegenstände zu verkaufen oder zu kaufen. So, wir werden jetzt aber was anderes machen. Das ist also jetzt hier das Inventar sozusagen. Erstmal rüsten wir unsere Sägehackbeil aus und dann hier unten, ne, Schnellgegenstände möchte ich gerade nicht.
Ja, Waffen, da müsste ich doch noch... Ah, genau, die Jägerpistole. So, und... Achso, die sind dann hier, die Pistolen sind dann hier. L1. Ah, auf L1. Wir haben nämlich was ganz Neues hier im Plattform. Wir können unsere Waffe transformieren. Das heißt, das hier ist die normale Form. Wenn wir es aber ein bisschen mehr auf Distanz angreifen möchten, können wir auch diese Form nehmen. Diese, der Waffe. Und ja, wir sehen das. Also wir haben eine transformierbare Waffe. Und deswegen habe ich vorhin so ein bisschen gerungen, den Stock vielleicht zu nehmen. Denn der Stock ist in seiner zweiten Form eine Peitsche. Fest verschlossen. So. Also machen wir uns auf in die erste Mission. So, du kranker Bastard. Einmal ausklappen und gleich aufgeladenen Schlag am besten. So, und da bekommt er 3 Schläge und weg ist er. So. 3 Blutfiguren. Ja, das habe ich gehört und gesehen. Dass die Blutfiguren tatsächlich, das ist nicht so wie mit den Estus Flakonen, was man in Dark Souls hat. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht viel verschwendet. Aber hier, ihr seht, wir haben jetzt schon wieder Blümpf. Meine neue, die Zahl, die ich erfunden habe, Blümpf. Nein, wir haben jetzt schon wieder 5 Blutfiguren, mit denen wir uns dann aufladen können. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch erstmal eine benutzen, genau. Und ich muss echt sagen, Bloodborne sieht nicht schlecht aus. Es sieht sogar recht gut aus. Da kann man nicht meckern hier. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass das Spiel so gut aussieht. So, können wir die Gräber hier kaputt schlagen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Sowohl gehen wir am besten lang. Rechts oder links? So, wir gehen einfach mal links lang, machen das Tor hier auf und schauen in die wunderbare Welt von Bloodborne. Zentrum von Yharnam. Ja, Yharnam ist die Stadt, in der wir uns in Bloodborne bewegen. Beziehungsweise, natürlich werden wir uns nicht nur... Ich kann das gerade gar nicht sagen. Ich habe... Wahrscheinlich wird das ganze Gebiet Yharnam sein, aber es wird auch... glaube ich, Dungeons geben, ob die dann außerhalb von Yharnam ein bisschen sind und kann ich gerade nicht sagen. Wie gesagt, ich muss das Spiel selbst erst noch durchspielen und das wird ja wahrscheinlich eine Weile dauern. Rechnet nächste Woche, kommende Woche mit meinem Review-Video. Vorher nicht. Es ist, wie gesagt, ich muss mich dann auch, was ein wichtiger Teil ist von von Bloodborne, von den Souls-Spielen. Ist ja der Multiplayer. Scheiße, das war jetzt gerade nicht so schlau, was ich getan habe. Nee, der Multiplayer, und den möchte ich auch noch erkunden. Und dann soll es irgendwie noch so Dungeons geben, bei denen man als User auch ein bisschen was mitentwickeln kann, beziehungsweise, ja, von User kreierten Dungeons. Und möchtest du bitte sterben? Danke. Ich muss das euch echt sagen, wenn ihr Dark Souls und Demon's Souls gespielt habt und eine Weile in den Souls-Spielen verbracht habt, mit einer Weile meine ich, was weiß ich, Dark Souls mindestens 100 Stunden, über 100 Stunden, Demon's Souls auch nochmal locker über 100 Stunden, also wenn ihr eigentlich in den Spielen drin seid, da muss ich euch jetzt was sagen, man muss sich, glaube ich, es ist eine Umgewöhnung. Ich habe die ganze Zeit das Verlangen, mein Schild zu ziehen, sobald ich einen Gegner sehe, der auf mich zukommt. Nur leider haben wir kein Schild. Wir haben nur ein Sägebeil und eine... Wow. Kann ich hier nicht irgendwie gerade mal schnell in First-Person-Ego-Perspektive? Also, das sieht schon gut aus. Das ist eben eine der Stärken von From Software, Art Design. Das liegt den Herren ganz gut. Und deswegen hasse ich das so ein bisschen, dass From Software immer auf das Dark Souls und so weiter nur auf ihren Schwierigkeitsgrad reduziert werden. Denn die können schon noch mehr, diese Spiele. Diese Lampe bringt, ja, das sind im Prinzip die Bonfires hier in Bloodborne. Habe ich gerade Bloodborne gesagt? Ja, Bloodborne. So, in den Traum des Jägers zurückkehren.
Ja, hier kommen wir dann also in Hunter's Dream zurück. Und überall, wo so eine rote Laterne ist, können wir mit dem Menschen sprechen. Das tun wir jetzt mal. Ihr müsst ein Jäger sein. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch ein Fremder. Ihr müsst viel Spaß gehabt haben. Jana hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte gern helfen, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann. Achso, er erzählt weiter. Ihr seid im Schmelz von hier verschwunden. Was auch immer man hier finden kann. Es bringt mehr Schaden als Nutzen. Gut, wir haben jetzt also schon eins erfahren. Diese Stadt ist verflucht. Er schließt sich auch hier im Haus ein. Wir können da gar nicht rein oder so. Ja, deswegen schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Und ich muss das gerade, es ist ein cooles Gefühl. Ein Spiel, auf das man seit der E3 gewartet hat. Und man kennt dieses Areal, dieses Gebiet, kennt man ja schon aus den Trailer. Da hat man ja schon ein bisschen was gesehen. Dann gab es die Alpha und so weiter und so fort. Aber das jetzt selber mal spielen zu dürfen. Ah, guck an. Das sind also jetzt diese Konterangriffe. Ihr habt es gesehen, wenn man den Gegner im richtigen Moment seines Angriffes mit der Donnerbüchse oder mit der Jägerpistole anschießt, dann kommt er so ein bisschen aus seinem Angriff raus, taumelt und wir können so einen Angriff starten, so einen Konter. Das ist wie früher das Parieren in Dark Souls. Okay. Übrigens, das kann ja jetzt auch sein, das habe ich nicht bedacht. Dass einige vielleicht Dark Souls gar nicht kennen. Beziehungsweise nicht wissen, warum. Wir spielen Bloodborne. Warum spreche ich jetzt von Demon's Souls und Dark Souls? From Software sind dieselben Entwickler und die bleiben ihrem Rezept treu. Aber man muss sagen, jetzt in Bloodborne, es hat sich schon einiges geändert, sodass man also durchaus von einem guten Spiel reden kann. Ich werde dann im Laufe der Stunden sehen, ob denn genug Änderungen vorhanden sind, dass Bloodborne auch als eigenständiges Spiel irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Und bis jetzt gefällt mir das Spiel doch sehr. So, ich weiß jetzt leider schon, ich brauche ja nicht so tun, als ob ich nicht wüsste, was hier kommt und was hier ist. Deswegen, das hat sich immer, manche Let's Player machen das, die haben das dann schon gespielt und dann, oh mein Gott, was kommt denn da? So, mal gucken, ob wir den gebacken kriegen. Eigentlich möchte ich es gar nicht probieren. Ah, das war zu spät. Ist egal, ich lasse dich in Ruhe. Schnell ein bisschen was reinschmeißen. Nein, ich wollte den jetzt, Scheiße, das wollte ich jetzt nicht nochmal. Ich wollte den jetzt, bleib ja da hinten. Aus seiner Deckung locken so ein bisschen, beziehungsweise im Angriff auch wieder mit der Pistole schießen. Aber das ist mir doch zu riskant. Den Brocken können wir jetzt also noch nicht, den möchte ich jetzt noch nicht nerven. So, von hier von hier sind wir nicht gekommen. Molotow-Cocktail, das ist gut. Molotows sind gut. So, ist hier sonst noch was? Nein, ich glaube nicht. Durchrollen. Alles kaputt rollen, ich liebe es. So, was ist denn hier? Ach du Scheiße. Hier drin weint jemand, deswegen, wir klopfen mal an. Hallo. Ihr, dieser Fremde. Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier. Boah, ist ja gut. Mensch. Also wir sehen so ein bisschen, die Menschen in Yharnam sind schlecht gelaunte Pisser. Nein, die sind misstrauisch und warte mal, er kommt zuerst hoch. So. Hehe. Die Typen hier gehen nämlich zu einem Lagerfeuer. Ich zeige euch das gleich und deswegen ist es gut, die so ein bisschen auseinander zu nehmen in der Gruppe. Alle elenden
Wagen! Ah, die, das, das habe, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Oh, der hat seine Missgabe. Die können tatsächlich auch sprechen. Also so sehr Bestie scheinen sie dann gar nicht zu sein. Wie gesagt, ich komme das jetzt ganz gut voran hier. Ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich wird das dann doch ein bisschen was bringen, wenn man solche, eine Art von diesen Spielen schon gespielt hat, eben schon ein Souls-Spiel. Bringt dann wahrscheinlich doch ein bisschen was. Ah, nein, nein, nicht... nicht getroffen, nicht getroffen. Ah, jetzt hab ich nicht auf meine Ausdauer geachtet. Und einmal einen schnellen Schlag. Hoho. Ihr verseucht, der nennt uns verseuchte Ratte. Das ist ja sehr interessant. So, auch hier nochmal die Anmerkung. Werdet ihr wahrscheinlich, weiß nicht, ob euch das auch schon gedacht habt, aber man hört ja ab und zu Glockenschläge, ob die jetzt wie in Dark Souls auch irgendwas Spielrelevantes haben. Ja, werden wir wahrscheinlich erfahren. So. Wir klopfen an der nächsten Tür in... Ja, in der, eigentlich fast schon in der Gewissheit, dass wir wieder angeschnauzt werden. Elender Fremder, niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet, sofort. Gut, also hier die nächste Information. Wir haben die Nacht der Jagd. Wir befinden uns hier draußen. Ich mach das Ball jetzt einfach mal auf kurz. Und genau. Ach, guck an. Was willst du denn? Wir sind, glaube ich, wenn ich mir das jetzt nicht einbilde, sind wir mit diesen hier, mit den eingeklappten Beinen, ein bisschen schneller, beziehungsweise verlieren nicht. Ich kann ja mal gucken. Ja, ich glaube, ein bisschen weniger Ausdauer verlieren wir und es schlägt ein bisschen schneller zu. So. Gerade irgendwie, wo jemanden gehört. Oh, hallo. Oh, warum? Automatisch, das ist wirklich schlimm, man muss sich das abgewöhnen. Automatisch drücke ich L1, um mein Schild auszufahren. Mich mit dem Schild zu schützen, doch leider habe ich kein Schild. Ne, was ich vorhin sagen wollte, ich hatte ja erwähnt, vielleicht liegt das daran, dass ich schon ein bisschen Dark Souls und Demon's Souls doch schon meine, in beiden Spielen zusammen mindestens über 300 Stunden weg hab. Also man gewöhnt sich ja dann an diese Art von Spiel. Und außerdem, ja, ich wollte dann nämlich auf ein anderes Thema kommen. Nämlich die Leute, die nicht an diese Art von Spiel gewöhnt sind. Ich möchte ja gar nicht lustig machen. Ich möchte damit nur sagen, wenn jemand wirklich Bloodborne jetzt kauft, und das werden viele tun, Bloodborne verkauft sich anscheinend sehr gut, allein schon, wenn ich bei Amazon gucke, man bestellt das, ich habe das bestellt, innerhalb von nicht mal einem Tag hat es Amazon schon wieder nicht auf Lager gehabt und war erst, ist das wieder ein paar Tagen lieferbar. Es scheint sich gut zu verkaufen. Und daher denke ich auch mal, dass so das Casual-Publikum... Oh! Scheiße, das könnte jetzt einmal zu viel werden, wenn der dritte da hinten noch mit dazu kommt. Nee, wenn jetzt wirklich welche in der Hoffnung oder im Glauben, das ist voll das Actionspiel, könnte man ja von außen so vermuten, dass es eher actionlastig ist. Wenn sie in dieser Vermutung da, Bloodborne kaufen, das könnte böse werden. Das könnte tatsächlich böse werden. Denn wenn man so ein Spiel tatsächlich... Alter, jetzt kommt hier noch einer. Jetzt muss ich aber ein bisschen aggressiver draufpacken. Oh, das kann ich hoffentlich widersprechen. Oh, das ging jetzt ein bisschen auf die Gesundheit. Na, wenn jetzt einer wirklich, was man ja von der Verpackung und so weiter und von der Werbung und allem vermuten könnte, das ist voll der Action-Titel für die PS4. Einer an diesen Glauben, Bloodborne Kauf, uiuiui, das könnte gefährlich werden. Da kann die Enttäuschung, könnte da groß sein, also...